Herren, auf! Nicht von langen Reden. Es gibt eine Kleinigkeit, die ich machen will. Ich weiß nicht, wann das erklärt wird, aber wir gehen mal rein. Nämlich in die Magie. Fülle Elementale Key, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Diese so erstellten Zauber kannst du im Ausgangsmenü anlegen und dann im Kampf einsetzen. Wir haben eins so bekommen und eins hatten wir schon von Anfang an, dieses Flakon. Die kriegt man auf Dauer geschenkt, könnte man sagen. Manchmal muss man sie auch nachkaufen. Es kommt davon, wie viel Zauber man macht. Du kannst unterschiedliche Elementarenergien auch zu Zaubern mischen. Passt die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten oder besondere Zusatzeffekte zu erzielen. Beispielsweise kannst du das Ziel vergiften und noch andere Sachen machen. So. Ich habe hier 99 mal Feuer mit dabei. Beziehungsweise 3-mal Feuer mit Stärke 99. Das hat man von Anfang an dabei. Das will ich nicht machen. Ich will ein neues machen. Ja. Wie macht man eine neue Magie? Man hat hier die drei Elemente, die es im Spiel gibt. Feuer, Eis und Blitz. Und je nachdem, wie viel Magie ich das reinhaue, sagen wir jetzt mal 40 Stück Feuer, ist es die Feuermagie mit Stärke 40. Wenn ich aber jetzt mische, sagen wir jetzt mal mit 40 Eis, ist die Stärke 60. Aber wenn ich jetzt mehr Eis reinhaue, ist es kein Feuer mehr, sondern ein Eis. Es kommt also darauf an, welches Element ihr am meisten nehmt. Und dann ist die Stärke auch besser. Also, na, es ist Eis dann. Aber wenn ich alle drei mische, in gutem Verhältnis, dann kommt ganz was anderes raus, nämlich As Une. Unae, Une, irgendwie sowas. Eins. Und das ist eine Mischmagie zwischen allen dreien. Dann habe ich hier noch As Une 2. Das ist einfach ein gutes Verhältnis zwischen den drei Magien. Und wenn ich so mache. Na, ich dachte, ich schaffe 3. Nee, aber es ist As Une 2. Dreimal mit Stärke von 156. Das ist heftig. Und man kann hier noch einen Katalysator reinbauen. Das sind Items, Zutaten kann man da reinhauen. Oder andere Sachen, die man vom Gegner bekommt. Da sind manchmal sehr lustige Effekte dabei. Ja. Aber nicht bei allen, wie man sieht. Hier zum Beispiel Skorpionstachel gibt Gift dazu. Das Interessante ist, die Effekte, die man da hinzufügt, haben eine gewisse Stufe. Ja, das hängt davon ab, was man da hinzufügt und wie viel. Und ihr hört, die Stufe ist desto stärker. So. Also hier mal Astoxicity. Astoxicity? Das ist ein lustiger Name. Oder Ax Perfidae. Oh, mein Latein, ey. Mit Stopp, Stufe 52. Holla, Alfe. Nochmal Stopp. Oder hier eine Zweierkette. Eine Zweierkette heißt, man macht die zweimal in einen Nutzen. Also die Magie ist, kann richtig heftig sein. Also hier, dass man sich heilt nebenbei, eine Dreierkette aufbaut, mit einer bestimmten Stufe. Also da kann man so richtig kranke Sachen machen. Oder hier mit Zutaten. Also man kann sich hier wirklich rumspielen ohne Ende. Ich gehe mal für Astoxicity 2 mit Stufe 2. Obwohl, ich habe nur ein Fungo-Ungo. Als Zusatz lieber nicht. Ich gehe erstmal auf für Tränke mit Heilung. Ja, passt so. So, dann. Wie tut das, das funktionieren, ist die Frage. Warte, ich hab's gleich. Ich kann es in einer Stunde handeln. Ah, ich muss auf Synthese klicken. Ich dachte, ich muss eine Taste drücken. Nee. Wie denn das aus der Übung? Wirkt Feuerer, Eisra oder Blitzra, das ist also jetzt eine Zufallsmagie, und heilt gleichzeitig die LP des Anwenders um eine bestimmte Stärkung. In dem Fall Stufe 50 ist etwa die Hälfte eurer HP, in etwa. Ich glaube, es ist sogar ein bisschen mehr. So, das kann ich jetzt instant ausrüsten. Da fragt mich das Spiel, wo willst du es hin haben? Ich tue die Magie immer unten hin, so. Und dies hat eine Stärke von 156. Für die erste Magie, gar nicht so schlecht, und die kann man jetzt auch hier bei den Kämpfen, wenn ich jetzt außerhalb der Stadt bin, auch auswählen als Waffe. Und die Magie ist ein bisschen stark, sag ich mal. So, jetzt kann ich sie auswählen, bitteschön. Dann nimmt Noctis so etwas Ballähnliches in die Hand. Und wenn ich jetzt auf Angreifen klicke, würde ich eine Magie machen, aber das will ich jetzt nicht.
Ups. Hui. Ich will zuerst ein paar Gegner in der Nähe haben, weil die Magie in dem Spiel ist wirklich mächtig. Bedenkt, das wird ein Feuer-Ra, Eis-Ra oder Blitz-Ra. Allerdings. Ach, ist doch nicht so weit, das schlaucht noch nicht. Ist mir ein Muckisaufbau, meine vier Freunde. Ich freue mich schon auf die Gar-Magie. Es wird zwar lange dauern, bis wir die kriegen, aber ich sage euch, die Gar-Magie, sie sieht so richtig geil aus. Oh yeah, ich liebe sie. Ein Herz für Tiere? Nicht mit mir! Lass mich durch, ich will hier nur durch. Dankeschön. Bam, bam. Ich will nur den Aufdruck machen. Ups. Die Gegner können mich mal. Ups. Ah, MP-Stase. Na gut, muss ich ein bisschen warten. Und ja, die Bewegung mit Dreieck sieht, wenn man Magie ausgewählt hat, komplett anders aus. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Den Weg zurück werde ich vorher schon cutten, aber hier sieht man mal, wie es hier so schön aussieht. Das sind die Umrisse der Festung, wo Noctis mal gewohnt hat. Wie gigantisch das mal ist. Seht euch mal das mal an. Das ist eine riesige Mauer. Also da kommt keiner so schnell hoch. Schlaucht alles ganz schön. Du sagst es. Das Thema hatten wir schon. Ah, schöne, chillige Musik wieder. Wie oft denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Nee. Vor allem, ich sehe hier nicht mal einen Gegner. Wo ist hier ein Gegner? Ich sehe nicht mal einen. Was hat das für ein Radius, wenn ich den Gegner nicht mal sehe? So, wir sind gleich da. Ich muss drei Frecki-Tutti erledigen. Wenn ich schon mal hier bin, hier gibt es ein Schatzgebiet. Ja, bitteschön. Aufheben. Ein pelziges Riesenhorn. Ja, und wenn man wartet, kommt das wieder, aber so lange habe ich jetzt nicht warten. Das wird jetzt nämlich länger dauern. So, da vorne sieht man die Gegner schon. So, der einzige Nachteil an Magie ist, sie kann eure eigenen Mitglieder schaden, also aufpassen. Bald klingelt die Kasse, Leute! Erstmal aufpassen, hier machen. Ja, erstmal hinwarten. Hallo. Das sind alle Stufe 7. Es könnte lustig werden. Hey, ja, schmeckt Magie? So, wenn man Magie auslöst, dann kann man eine bestimmte Zeit nicht normal Magie machen. Das hat einen Cooldown, einen sehr langen sogar. Finde ich zumindest. Ja. Mach hier fertig! Ah ja? Mal schießen hier! Und alles klar? Jo, alles fein. Oh, ich sehe nichts. Es ist gemein, wenn man nichts sieht. Kann mich jemand mal bitte verzeihen? Ja, nicht so schön. Fall deine LP auf 0, kannst du weder ausweichen noch warpen. Und dein LP-Maximum sinkt allmählich. Das heißt, man hat so eine Art extra LP. Weiter Schaden verhängert ist zusätzlich. Erreicht dein LP-Maximum 0. Heißt es Game Over. Nach einer bestimmten Zeit erholst du dich aus dem kritischen Zustand. Ja. Wenn sie mit Gefährten in der Nähe sind, dann heilen sie mich. Wenn sie können. Und in dem Fall, Heiltrank bitte, Noctis. Dankeschön. So, ihr wollt also das? Bitteschön! Könnt ihr haben! Wie gesagt, das ist nur eine Ra-Magie. Die ist schon so heftig. Ja, Ignis, ich bin sauer! Auf die Gegner! Let's go! Wieso hält ihr denn so viel aus? Ah, schon wieder. Bei denen das Partieren, das kann ich vergessen. Ich muss ein bisschen defensiver vorgehen. Hallo? Ah. Ja, so schon bereit. Upsi! Ah. Komm mal her, ich habe es für euch. Schöner Blitz. Kommt doch alles in Ordnung, du hast doch ein bisschen HP. Wenn die LP des Gefährten auf Null fallen, wie bei uns, sind seine Fähigkeiten stark eingeschränkt. Also ein Gefährten kritisch und heilen, bevor er kampfunfähig wird.
Man kann ihn danach, wenn er kampfunfähig wird, mit der Phönixfeder retten. Was es sein soll. Jetzt? Nicht leichtsinnig werden. Entschuldigung. Wer besser aufpassen. Ja, mach das. Ach, ihr solltet jetzt aber gehen, ihr Gegner. Also ohne Magie wäre das hier fast nicht möglich. Autsch. Nee. Reload. Das war die falsche Taste. Noch bis. Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Was ich bei Magien immer krass finde, die hinterlassen so eine Kraterlandschaft. Ja, das war schon ein bisschen knackiger, der Kampf. Oh. Aber nichts, was wir nicht schaffen würden. So. Und ich brauche das nicht mit hier Karten. Huhu. Okay, Lion Screens cutte ich immer. Fast immer. Gehen wir einkaufen. Ja, okay. Da bin ich dabei. Wir haben jetzt ein bisschen Money. Da können wir gleich reinschauen, komm, was wir alles kaufen können. Moment, Prompto, ich muss erstmal meinen Auftrag abgeben. Oh, Hallöchen. Mein Guter, wie geht's? Oh, was darf's heute sein? Der hat einen interessanten Luftring. So, Eisenreif und ein paar Gil. Yay, jetzt habe ich 1000 Gil. Uhu. Wollt ihr was essen? Ja, danke. Ich bin bedient. So, wie man sieht, die HP sind nicht vollkommen aufgefüllt. Das geht über Zeit aber automatisch wieder hoch. Es dauert nur. So, jetzt gehen wir ein bisschen shoppen. Hallöchen. Hallöchen. Ich hätte gern erstmal Final Fantasy 4 Hits, bitteschön. Das ist Musik für den, fürs Fahren. Und hier haben wir Final Fantasy 8 Musik. Oh yeah. Ein Farbkatalog. Eventuell später, aber ich kaufe mir immer mal den Sticker. Obwohl die Farbe hat schon was, aber ist ein bisschen teuer. Ein Panzer, man sollte immer eins mit dabei haben. Falls irgendwas passiert, ist immer gut zu gebrauchen. Also ich nehme immer mindestens eins mit. So, dann kann man hier ein paar Sachen kaufen. Ja. Das Kochen, nehmen wir ein bisschen was mit. Da geht sich viel zu erklärt, außer nehmt einfach alles mit, was ihr glaubt gebrauchen könntet in nächster Zeit. So, ich nehme mal alles so fünfmal mit. Ich werde das nächste Mal einkaufen für euch Hautkarten, wenn es ein bisschen länger dauert. Heiltränke nehme ich immer gern ein bisschen mehr mit. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Jupp. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ja, und wenn man was einkauft, was Neues, kann es passieren, dass Ignis auf neue Rezepte draufkommt. Hm, der ist so schlau. So, dann geht's wieder zurück zum Aufgabenziel. Mit dem Deal mit Dino. Wir haben ja noch einen Deal mit ihm. Oh, stimmt, ich muss das Kätzchen füttern. Stimmt. Das mache ich aber offscreen, die Fischangeln. So, und ich werde jetzt nicht die Schnellreise nutzen. Warum? Ich habe die Fähigkeit freigeschaltet, dass ich mir in Regale, wenn ich rumfahre, FP bekomme. Würde ich auch für euch empfehlen, das zu nutzen. Lasst nichts liegen. Also, okay, los geht's. Wir sehen uns gleich wieder. Ich genieße hier dabei die Fahrt. Puh. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen geangelt, mal aufs Kind für euch und auch hierher gefahren. Ich habe ein paar Makrelen geangelt und die erste war schon für die Katze. Ja, es hat ein bisschen gedauert, dass wir ihn angeln. Noch das Herfahren, darum ist es auch schon wieder 16 Uhr. Die Zeit da rechts oben vergeht ganz schön schnell, vor allem am Anfang des Spiels. Später wird es ein bisschen besser. Von den Bergen haben ein paar Fertigkeitspunkte ausgegeben. Aber nichts, was jetzt weltbewegt wäre. Bisschen mehr Statuspunkte, dass ich fürs Angeln FP kriege, habe ich aktiviert. Das ist jetzt nicht so viel. Ich meine, für jeden Fisch ein FP und das Angeln, das kann schon sich ziehen. Vor allem, wenn die Fische nicht beißen wollen. Dann ist es natürlich extra. Oh, was liegt denn hier? Metallsplitter. Na, manchmal liegt ein bisschen was hier auf dem Steg.
Mal ganz random. So, liebe Katze, wir haben was für dich. Ich hoffe, du bist so heute nicht verhungert. Hier, frisch für dich gefangen. Wie? Magst du etwa keinen Fisch? Dann sehen wir mal, ob es im Restaurant was für dich gibt. Oh, super. Extra Katze. Die mag keinen Fisch. Zumindest nicht so, wie ihn ihr vorgelegt haben. Willkommen am Galdin Kai. Hallo. Ja, Ignis ist noch immer so bewundern. Ich glaube, es wird sich auch nicht mehr so schnell ändern. So, Hallöchen. Haben Sie vielleicht was, das einer Katze schmeckt? Erlauben Sie sich einen Spaß mit mir? Wie? Was? Nein, also, da ist so eine Katze. War doch bloß Spaß. Ich weiß Bescheid. Die kleine Mieze ist unsere beste Kundin. Es gibt nur ein Problem. Mir ist nämlich in diesem Augenblick ihr Lieblingsfisch ausgegangen. Um die Kleine zu füttern, müssten Sie mir also selbst einen davon besorgen. Und das wäre welcher? Vorzüglich. Ja, der Kellner meinte, er sei ganz frisch gefangen. So schmeckt's nur an der Küste. Ich glaube, ich muss ihn nochmal ansprechen drauf, ne? Gute Arbeit. Haben Sie bitte ein Weilchen Geduld. Sie haben wirklich ein gutes Herz. Aber seien Sie vorgewarnt, Katzen sind sehr anhänglich. Und vor allem echte Gourmets. Das habe ich auch schon gemerkt. Die lassen sich nicht mit billigem Essen abspeisen. Hier, fertig. Bringen Sie es zu ihr. Das muss extra dünniert sein. Ah, jetzt sollte es aber passen. Ja, wir sind Tierfreunde, Menschenfreunde. Sucht euch aus. Liebe Katze, wir haben was für dich. Ja, wie sie sagt, ist sehr anhänglich. Hier ist dein Fresschen. Ah, bitte. Geht doch. Verwöhnte Diva. Ich glaube, sie mag dich. Meinst du? Vielleicht lässt sie dich nie mehr gehen. Eine klammernde Frau kann an den letzten Nerv kosten. Also bitte, Claudio. Falls jemand fragt, er meint das nicht so. Willkommen am Galdin Kai. So, jetzt können wir endlich mal mit Dino reden. Ich könnte zwar noch ein paar Sidequests aufnehmen oder ein paar Aufträge, aber muss nicht sein unbedingt. So, Dino, wir haben gehört, es gibt hier ein Schiffchen, was du uns besorgt hast. Dann erzähl mal. Was eure Überfahrt betrifft, ich bin am Ball. Das bin ich euch schuldig. Der Stein ist echt klasse. Sieht auch gut aus momentan. Wenn ihr soweit seid, meldet euch einfach. Wer hätte gedacht, dass dieser windige Kerl sein Wort wirklich hält? Na, habt ihr schon gepackt? Jupp, wir sind bereit. Mensch, seid ihr fix! Das Schiff fährt erst morgen. Haut euch eine Runde im Hotel aufs Ohr. Gratis? Da sage ich nicht nein. Ab ins Bett. Klingt gut. So, 0 Tage vergangen. Ja, die Kämpfe bin ich größtenteils auf den Weg gegangen und darum ist die Balance da rechts unten. Ignoriert die einfach. Die hat irgendwie keinen Effekt. Außer, dass man sich vielleicht besser fühlt, wenn man Rang S hat. So, doppelte Erfahrungspunkte, weil wir im Galdin Kai übernachten. Normalerweise kostet das auf 5000 Geld oder 10.000. In dem Fall ist es gratis. Darum sind wir auf Level 8. So. Ah, ich habe genug Fische gefangen für Level 2. Ja, damit wird das Verschleiß der Schnur von Noxis reduziert. Kommt es auch schon Level 3? Oh, läuft, läuft, läuft. Der einzige, der mir hinterherhängt, ist Ignis. Mit dem Kochen. Ich zelte nicht so oft. Wieder ein paar Fotos. Oh. Hallöchen, schön blau. Da hat jemand Angst vorm Loslassen. Sieht echt übel aus, Noct. Was muss der das auch knipsen? Du bist begabt, Prompto. Ja, die Bilder sind noch so. Oh, geht noch. Ich werde noch besser, keine Sorge.
Was soll er? Oh. Nockt. Guten Morgen. Wo ist Ignis? Sollte bald zurück sein. Was ist? Es steht auch in den Zeitungen. Was denn? Insomnia. In Trümmern. Hä? Soll das ein Witz sein? Ich erkläre dir alles. Beruhig dich. Ich bin die Ruhe selbst, Mann! Es gab einen Angriff. Die Armee des Imperiums hat die Königsstadt eingenommen. Während der Unterzeichnung gab es Explosionen. Als sich der Rauch über der Zitadelle legte, fand man den König tot vor. Nein, das ist nicht... Uns wurde es nicht gesagt. Was wurde euch nicht gesagt? Dass die Unterzeichnung gestern war. Dass Insomnia... Warum hat Vater uns dann nach Altissia... Das weiß ich nicht. Aber alle Zeitungen berichten vom Angriff. Sie können sich unmöglich alle irren. Puh, alles Lügen. Ja, hoffentlich. Was wissen wir sonst? Dann müssen wir uns selbst von der Lage überzeugen. Und das heißt, zurück nach Insomnia. Dort sind wir aber nicht sicher. Das sind wir hier doch auch nicht. Nacht? Wir gehen. Ich hoffe, es geht allen gut. Dann träum mal schön weiter. Verlier nicht die Hoffnung. Wieso? Kann Hoffnung imperiale Schlachtkreuzer aufhalten? Jetzt beruhig dich. Mein Vater hatte Hoffnung für zwei. Genug. Niflheim hat gelogen. Sie haben uns verraten. Spekulationen bringen uns nichts. Wir brauchen Gewissheit. Gewiss sind einzig die Lügen. So wie der Waffenstillstand. Tja. So viel zum Waffenstillstand. Würde man sagen. Und holla. Das sind große Dinger. Da oben herrscht auch reger Verkehr. Imperiale Luftschiffe. Damit transportieren sie MI. Magitek-Infanterie. Die Robokrieger? Korrekt. Es sind massenproduzierte Tötungsmaschinen. Da geht er hin. Der Frieden. Wollten sie Frieden unterzeichnen und dann... sowas. Sieh doch! Die Hauptstadt ist abgeriegelt. Das wird so nichts. Lasst uns eine Ausweichroute nehmen. Das Auto fährt automatisch. Na was zur Hölle? Warum macht das Imperium sowas? Fragen über Fragen. In der Nähe ist ein Hügel, von dem aus man Insomnia sehen kann. Na, dann werden wir jetzt mal raufgehen und schauen, was da wirklich abgeht. Die Musik sagt schon an, hier ist was im Busch. Da mal kurz. Herr Noctis, hier die Magie ausrüsten. Dankeschön. Imperiale Soldaten, mit denen werden wir fertig. Da hallo! Darf ich schon auf euch sein? Wieso? Seid hier! Hier! Ach, komm nur her!
und du auch. Ignis, mach den nieder. Dankeschön. Also, das ist der erste Schwung. Hier geht's noch weiter. Hallöchen. Aufpassen auf die, die von hinten schießen. Die sind sehr nervig, vor allem die Scharfschützen. Falls du also die zuerst ausschaltest. Ah ja. Komm her. Sowas von. Da ist noch einer. Mindestens. Und kommt wieder alle. Yeah. Ja, was für euch. Ja, komm doch. Schieß du mal zurück. Boom. Dankeschön. Weiter geht's. Ich glaube, hier gibt es keine Kisten oder sowas. Also man kann hier nichts verpassen. Zumindest hoffe ich das. Ich schaue mich trotzdem mal sicherheitshalber mal um. So, ah ja, da liegt sogar was. Schau an. Ein Super-Elixier. Noch was. Eisenklumpen. Na gut, das ist nicht so wichtig, aber ich nehme alles mit. Alles mit. Mir. Aber wenn man hier rüber schaut, das sieht man, dass da ein bisschen was kommt. Ganzes Arsenal an? Wie es in der Stadt wohl aussieht? Ja, wahrscheinlich nicht so rosig, liebe Pompe. Rauf auf den Hügel. Von da sieht man die Stadt. Ja, zuerst. Da oben ist jemand. Der wartet auf uns. Ich kann mir nichts überhalten. Jetzt geht's. Na, hier. Also noch ein Snapper da hinten. Ups. Hier da oben. Könnt ihr euch bitte verziehen? Ah, schade. Das sind seelenlose Krieger. Die kennen keine Angst, keine Gnade. Ja, keine Angst, keine Gnade. Das ist bei denen nicht vorhanden. Und zwar gar nicht. Hallöchen hier! Ach, du bist verjegnet, ne? Verzieh euch! Wie krieg ich denn da oben, ist jetzt die Frage. Ich glaube nur mit Speer. Ja, wie ging das? Ich habe nur vergessen, wie, das ist das Problem. Aufspringen ist nicht. Hallo? Ja, ich glaube, es geht gar nicht. Dann laufe ich mal weiter, ja. Ups. Lass ich mal links liegen, den Sniper. Und geht richtig? Schwer zu sagen. Sieht so komisch aus. Ja, ich gehe falsch. Ah, natürlich gehe ich falsch. Das wäre doch nicht ich. Ah, dich da oben erreiche ich nicht. Einziger, der erreicht, ist Prompto. Also lasse ich die mal lieber. Oh, weiter, 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 weiter. So, und von hier oben haben wir eine Aussicht. Was ist hier los? Zeremonie sämtliche Friedensgespräche zwischen Lucis und Niflheim eingestellt. Darüber hinaus ließ man aus Regierungskreisen verlauten, dass neben König Regis
Auch Kronprinz Noctis und die Kanagi. Prinzessin Luna Freya aus Tenebrae verstorben. Lass an! Aber, okay. Was ist aus? Was denn nun? Ist los. Wo seid ihr? Vor der Stadt. Wir kommen nicht rein. Klar. Was heißt hier klar? Gar nichts ist klar. Was sollen wir denn jetzt tun? Ich? Mein Vater? Und Luna soll tot sein? Erklär mir das bitte. Ich mache mich sofort auf den Weg zu Sid. Das mit Regis stimmt leider. Alles Weitere erzähle ich dir dort. Setzt euch in Bewegung. Der General? Was sagt er? Wir sollen nach Hammerhead. Und Regis? Yeah.